Heute erfährst du, wie du wirksam Verallgemeinerungen hinterfragen kannst, wie du diese auflösen kannst, wie du sprachlich exakter wirst, ja, und wie du deine Coaching-Skills auch einfach verbessern kannst. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Es ist ein Klient bei mir, der hat das Thema Lampenfieber, das heißt bei Präsentationen, ja, gelingt es ihm halt oft nicht wirklich, die gut zu machen, die zu meistern. Und meistens ist es so, wenn so jemand ins Coaching kommt, dann hat er eine gewisse Historie. Ja? Also es ist selten so, dass jemand einmal einen Vortrag hatte, der einmal schief ging, davor war alles super und dann kommt er, sondern da gelang mal was nicht. Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und dann schaut man, dass man eigentlich eh nie wieder Präsentation halten muss. Und dann kommt eine Situation, naja, man sollte eigentlich doch, ja, so vor der Arbeit oder irgendwie. Und dann fangen die Leute meistens erst an, sich jemanden zu suchen. Ja, erstmal recherchieren sie im Internet, kann man das irgendwie auflösen. Dann lesen sie ein paar Tipps, sie funktionieren nicht gleich so gut oder nur so teilweise. Und dann vielleicht kommt jemand ins Coaching. Ja, so ist das in der Regel. Und so ist es auch, ja, dass diese Person gesagt hat, ja, bei Präsentationen versage ich immer. Na, das klappt überhaupt nicht. Und dann hat er mir ein Beispiel genannt, was wirklich peinlich war. Und noch was, noch ein Beispiel. Und wenn du da so länger zuhörst, ja, man nennt das auch Problemtrance in unserer Fachsprache, dann hast du irgendwas Gefühl, hey, der kann ja wirklich gar nichts. Also, das ist ja, so. Und eine Sache, die man als Coach zum Beispiel macht, das ist eine klassische Technik, damit werden wir uns heute gar nicht so viel nur indirekt beschäftigen, ist die Frage nach Ausnahmen. Ja, also du fragst mal, ob schon mal anders war. Und dann kann es sein, dass die Person was nennt. Ganz oft, wenn die selber auch in der Problemtrance ist, sagt die aber, und so war das da auch, nee, es war immer gleich schlecht. Ja. Aber fragt er, und war es irgendwo schon mal noch schlechter? Also gab es schon mal Momente, wo es noch, und dann hat er das eine Erlebnis eben erzählt, wo es so ganz schlimm war, also das hat er schon am Anfang genannt. Und dann meinte ich, das heißt, bei den anderen Situationen war es besser als bei dem. Meinte, ja, so gesehen schon. Okay, war es irgendwo nochmal ein bisschen besser zumindest? Gab es so eine kleine Ausnahme? Und das Interessante war, dass er mir dann sogar erzählen konnte, dass es da mehrere interessante Beispiele gab, wo er super präsentieren konnte, nicht kein Lampenfieber, aber praktisch kaum aufgeregt war, wo es gut ging, Applaus war, er sich dann auch nicht schlecht gefühlt hat, im Gegenteil, hat sich sogar gut gefühlt. Da gab es nicht nur ein Beispiel, da gab es sogar mehrere Beispiele. Gut, die lagen schon ein bisschen länger zurück, aber es gab sie. Und in dem Moment ist natürlich schon ganz vieles gedreht. Ja, vorher könnte man vielleicht davon ausgehen, okay, da fehlen vielleicht irgendwelche Fähigkeiten. In diesem Moment weißt du, bei dem fehlt gar nichts. Der kann alles, ja, der muss nur noch die richtigen Ressourcen, die richtigen Fähigkeiten im richtigen Moment aktivieren. Und dann ist das Coaching ein Klacks. Ja, worum soll es heute gehen? Die Macht der Generalisierung. Eine Generalisierung ist eine Verallgemeinerung. Ja, also wenn jemand sagt, ich versage bei Präsentationen immer, dann ist immer eine Generalisierung. Ja? Das heißt, zeitlich gesehen, heute, gestern, morgen, also jederzeit halt. Ja? Wir sagen im NLP auch Universalquanto dazu. Ja? Also sowas wie alle, jede, nie, immer, keiner, niemand. Ja? Also immer die Zahl 0 und unendlich oder und alle. Ja? Zeitlich oder auch von Anzahl von Elementen her nennen wir Universalquantoren. Und solche Begriffe, die sind oft schwierig, muss nicht sein. Also wir brauchen diese Begriffe, um sprechen zu können. Ja, ohne diesen Begriffen könnten wir ja nichts erklären. Aber es zeigt sich, dass wenn wir sehr emotional sind zum Beispiel, diese Begriffe häufiger verwenden. Ja, vielleicht kennst du das, ja, Partnerin streitet mit dir und sagt zu dir, hey, immer, du putzt nie, ja, sowas. Und natürlich hast du schon irgendwo, irgendwann in deinem Leben mal geputzt. Ja, vielleicht auch, ja, in dem euren gemeinsamen Haus. Ja. Aber halt wahrscheinlich sehr selten. Ja. Es wird schon ein wahrer Kern dahinter sein, aber nie stimmt wahrscheinlich nicht. Oder wenn jemand zu dir sagt, du kommst immer zu spät, dann ist es wahrscheinlich nicht so, dass er gerade total fröhlich ist und es kalt lässt, sondern meistens ist es emotional. Wir merken, es ist öfters passiert und durch die Emotion verstärken wir das öfters zu immer. Ja. Oder der eine war schlecht zu mir drauf oder die zwei, drei Frauen waren schlecht. Also sind alle Frauen so oder so. Und diese Generalisierungen, wie gesagt, die brauchen wir zum Leben. Das Begriff kommt ja auf Noam Chomsky zurück. Der hat seine Doktorarbeit über drei Begriffe geschrieben, nämlich wie Sprache nicht ganz die Wahrheit abbildet. Und er nannte diese drei Begriffe Generalisierung, Tilgung und Verzerrung. Generalisierung heißt einfach nur Verallgemeinerung, darum wird es heute gehen. Tilgung heißt, es wird etwas weggelassen, es wird etwas gar nicht erwähnt. Und dadurch verändert sich natürlich. Ja? Also wenn ich jetzt sage, okay, A greift B an, denkst du, boah, der A ist ganz schön aggressiv. Was ich weggelassen habe, ist, dass B vorher A angegriffen hat, ja, und dadurch verändert sich die Situation ein bisschen, weil dann war es vielleicht Notwehr und so weiter und so fort. Das heißt, das Weglassen verändert natürlich auch die
in Anführungszeichen Wahrheit oder das, was da wirklich passiert ist. Und das dritte sind Verzerrungen, also wenn Dinge anders dargestellt worden sind, als sie eigentlich dargestellt worden sind. Und diese Generalisierungen scheinen im ersten Moment sehr unscheinbar, ja, weil da ist ja ein wahrer Kern dabei. Ja. Also vielleicht war ja jemand gemeint zu dir, aber es waren eben nicht alle Frauen gemeint zu dir, sondern nur eine einzige. Ja. Das heißt, da ist irgendwie der wahre Kern drin, es ist oft gar nicht so leicht, das zu erkennen. Und was dir hilft, ist, auf diese sprachliche Marke mal zu achten. Warum solltest du das tun? Naja, ganz einfach, da du dadurch einen differenzierteren Blick hast für dein Leben und auch für das Leben von anderen Menschen. Und solltest du Coaching betreiben oder Mitarbeiter führen oder generell mit Menschen arbeiten, dann kann es manchmal sehr sinnvoll sein, mal auf diese sprachlichen Marker zu achten. Was sind diese sprachlichen Marker? Die Universalquantoren sind so Worte wie jeder, niemand, keiner, nie, immer, jederzeit. Also wo die Zeit entweder null oder alles ist oder auch die Anzahl der Menschen null oder alles ist. Dann gibt es aber auch sowas Gefinkelteres, den Begriff musst du nicht merken, den nennen das generalisierte Referenzindex. Den Begriff musst du dir wirklich nicht merken, aber es ist sowas wie Frauen, Ausländer, Männer, Kinder, Babys. Ja, das heißt, da sprechen wir, wenn wir von Babys sprechen, sprechen wir nicht von ein, zwei oder drei Babys, sondern da sprechen wir von Babys im Generellen, also eigentlich von allen Babys. Ja, und wenn wir von Frauen sprechen, dann sprechen wir nicht von diesen zwei Frauen, sondern eigentlich von allen. Ja, oft meinen wir aber gar nicht alle. Ja, wir meinen, wenn wir von Ausländern sprechen, nicht alle Ausländer auf der Welt, manchmal schon, ja, aber oft auch nicht. Und wenn wir von Männern sprechen, meinen wir oft gar nicht alle Männer. Also wenn man sagt, Männer sind so und so, dann naja, sind es ja nicht alle Männer. Im Durchschnitt ist es vielleicht sogar richtig. Das heißt, im Durchschnitt sind Männer so und so. Aber das heißt ja nur Durchschnitt. Das heißt, es gibt Ausreißer. Das heißt, naja, alle Männer sind es eben nicht. Und das ist auch nicht weiter dramatisch, weil ganz ehrlich, die Welt ist so komplex, ja, wenn man sich da auf jedes Detail irgendwie einschießen müsste, naja, da wird es schwierig zu kommunizieren. Das heißt, ganz oft ist es vollkommen egal, ja, dass wir ganz viel generalisieren. Manchmal ist es aber störend, manchmal ist es einschränkend, zum Beispiel wie der eine Mensch, der die Generalisierung hatte, dass seine Präsentationen immer schlecht sind. Und da hat er ja, selbst als ich gefragt habe, gibt es Ausnahmen, hat er das verneint. Das heißt, die Generalisierung war schon so stark geworden, dass er sich im ersten Moment nicht daran erinnern konnte, dass er bereits gut präsentieren konnte. Und wenn du dich einen Ehestreit hast und dich nicht mehr daran erinnern kannst, dass da ganz vieles Gutes gelungen ist, ja, das ist ja das Interessante, dass wenn du musst dir vorstellen, es gibt Beziehungen, die fangen wunderbar an, es ist alles wunderschön und 7 Jahre später gibt es einen Rosenkrieg. Und auf einmal kann man sich an nichts Gutes mehr erinnern. Und alles, an was man sich erinnert, ist bösartig. Das kann es ja nicht sein, ja? Sonst hätten sich die Leute ja nicht verliebt. Ja? Und das ist halt so die Macht der Aufmerksamkeit. Und wenn du sprachlich natürlich dann von diesen, immer in diesen Generalisierungen sprichst, ja, und sagst, nie hört man mir zu, naja, dann kann es sein, dass das langsam Wirklichkeit wird und dann wäre es sinnvoll, das zu hinterfragen. Jetzt die Frage natürlich, wie kannst du das hinterfragen? Ganz einfach, indem du sagst, wirklich nie, wirklich alle oder gibt es Ausnahmen? Das sind so die klassischen Fragen. Und die Wahrheit ist, alle Generalisierungen sind immer falsch. Das sage ich sehr gerne in der Ausbildung, Practitioner- oder Coaching-Ausbildung. Dann warte ich, die meisten schauen ganz normal und ein paar grinsen dann und dann frage ich die grinsen, was hast du jetzt gerade gehört? Dann sagen die, du hast gerade 2 Generalisierungen verwendet. Manchmal merken sie auch nur eine. Also alle Generalisierungen sind immer falsch. Ja? Wenn der Satz wahr wäre, dann müsste man sagen, er ist falsch. Ja? Weil dann können es entweder nicht alle Generalisierungen sein oder das kann nicht immer sein. Das sind beides Generalisierungen. Und genau das wäre die Frage. Sind es wirklich alle Generalisierungen? Ja, und dann kann es vielleicht drauf kommen, es wird schon irgendwelche Generalisierungen geben, die wirklich stimmen. Ja? Also ich könnte zum Beispiel sagen, alle Männer sind Männer. Ja? Das ist jetzt zwar eine Tautologie, aber es ist wahr, ja? Alle Männer sind Männer. Gut, heute darf man das vielleicht gar nicht mehr sagen, aber grundsätzlich, ja, bis vor kurzem noch konnte man sagen, alle Männer sind Männer. Und so von der Idee her, einfach zu fragen nach der Ausnahme, also gibt es eine Ausnahme, ja? Oder auch dieses wirklich alle zu hinterfragen, weil das ist schon in den Köpfen auch drinnen, oder wirklich immer, ja, dass das ja nicht so gelingt. Negativbeispiel ist, wenn deine Frau sagt, nie räumst du den Geschirrspüler aus. Und dann sagst du, wirklich nie. Das führt wahrscheinlich nicht dazu, dass deine Frau sagt, oh, du hast recht, ich liebe dich, alles okay, komm, lass uns miteinander was Schönes machen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja? Also das heißt, nur weil du es hinterfragen kannst, heißt nicht, dass es immer sinnvoll ist. Ja? Also, wenn jetzt jemand kurz vorm Auftritt ist und sagt, ich versage immer bei Auftritten. Und du sagst, wirklich immer und so. Und also kurz vorm Auftritt kann es auch die falsche Frage sein. Ja? Da wäre es vielleicht sinnvoll, ihn eher abzulenken, ja? Eher auf positive Dinge zu fokussieren, ja? Damit er es gleich rüberbringt. Aber wenn jetzt Coaching ist, in Ruhe, in Gelassenheit, dann kann man super natürlich fragen nach Ausnahmen.
generell, ja, wenn du so Streitsituationen hast, ist es super, auch sich selber die eigene Generalisierung zu hinterfragen, aber nach dem Streit. Ja, im Streit hast du eh zu wenig kognitive Masse zur Verfügung, sprich dein Hirn arbeitet, also der Teil deines Hirns, der fürs Denken zuständig ist oder für das, was wir Denken bezeichnen, der arbeitet sozusagen im Sparmodus und da ist es so generell schwer, so Dinge so zu hinterfragen. Ja. Aber das macht durchaus Sinn, eigene Generalisierungen zu hinterfragen. Ja, vielleicht sagst du ja die Linken oder die Rechten und oder die Armen oder die Reichen. Also jeder von uns hat so Stereotype im Kopf. Und da wird auch vielleicht ein wahrer Kern drinnen sein und so, ist alles schön und gut. Und trotzdem mal zu hinterfragen, du kannst dich mal fragen, geht es mir besser, wenn ich so über diese Menschen denke? Ja? Oder wird es mir besser gehen, wenn ich differenzierter über diese Menschen denke? Ja? Oder wenn ich auch sowas sage wie, ich bin immer faul oder ich bin einfach eine Generalisierung, ich bin ein fauler Sack oder so. Hilft dir das in deinem Leben? Geht es dir doch besser oder nicht? Und wenn es dir nicht besser geht, dann kannst du immer fragen, okay, wo gibt es eine Ausnahme in deinem Leben? Wo bist du denn nicht faul? Ja, wo hast du denn schon mal was auf die Reihe bekommen? Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich kenne jemanden, der ist, würde ich wirklich sagen, Konzentrationsschwäche hoch 10, da geht gar nichts. Ja? Aber sehr, sehr sportlich, ja? Wo er scheinbar über Stunden sich konzentrieren kann. Ja? Und auch andere Sachen, ein, zwei andere Sachen, die mir einfallen, die kann die Person sehr, sehr gut. Das heißt, die Person kann sich konzentrieren, aber es fällt dann nicht auf. Und darauf könnte man sich dann zum Beispiel auch im Coaching fokussieren, auf diese Ausnahmen. Und je mehr man sich auf diese Ausnahmen fokussiert, desto größer werden sie, desto größer sie werden, desto mehr wird diese Generalisierung, diese Verallgemeinerung ja immer weiter weggedrängt. Schauen wir uns jetzt ein paar Praxistipps an. Wie kannst du das im Alltag integrieren? Tipp Nummer 1, achte auf Generalisierungen bei dir und bei anderen. Da ein Untertipp, bei anderen fällt es uns meistens sehr leicht zu erkennen, dass diese Menschen generalisieren. Aber bei uns selbst ist es oft schwer. Das heißt, was hier helfen kann, ist, wenn du ein Morgenjournal machst oder wenn du deine Gedanken aufschreibst, also vor allem unzensierte Gedanken. Ich meine jetzt nicht, wenn du ein Konzept im Kopf hast, das du runterschreibst für die Arbeit, sondern wenn du über dich selber nachdenkst und deine Gedanken irgendwie in Schriftform packst und zwar ungefiltert die Sachen rausschreibst, dann wirst du dort Generalisierungen erkennen können. Und das ist eine super Persönlichkeitsentwicklungsübung, einfach mal so eigene Gedanken aufzuschreiben und dann mal im Nachgang zu schauen, wo sind denn Generalisierungen von mir? Und oft muss man zwei, dreimal lesen oder vielleicht auch von hinten lesen, damit einem die überhaupt auffallen, weil die so natürlich, so normal sind, dass man bei einem selber es gar nicht merkt. Oder du hast schon einen Buddy hier für diesen Podcast oder auch generell, da kannst du den Buddy auch fragen, hey du, wenn ich sowas sage wie alle, nie, keiner, Männer oder wie auch immer, wenn ich so Generalisierungen mache und die vielleicht hinderlich sein könnten, ja, dann bitte achte mir, also dann weise mich doch darauf hin. Ja, also gerade oft brauchen wir, was Sprache angeht, was Veränderungen angeht, für diese blinden Flecken brauchen wir oft andere Menschen. Dann Tipp Nummer 2, hab eine Möglichkeit parat, das zu hinterfragen. Ja, also sowas wie wirklich immer oder auch so gibt es eine Ausnahme, das sind so klassische Fragen, wie du das hinterfragen könntest. Man könnte es natürlich auch anders angehen, ja, also wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, die Frauen sind so und so, kann man auch fragen, welche Frau genau. Ja, also man kann es natürlich noch spezifischer machen, aber das Wichtige ist, grundsätzlich diese Frage parat zu haben, weil diese Frage natürlich nicht sagt, hey, so ist es nicht, sondern sie die Person selbst, in dem Fall bist es du dann vielleicht selbst, zum Nachdenken anregt und das ist deutlich wirksamer, als wenn man einfach nur sagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Ja? Es sind ja gar nicht alle Ausländer so, das sind ja gar nicht alle Männer so. Ja? Das führt meistens eher zu Widerstand. Wenn man die Person fragt, ist es wirklich bei allen so, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass ein Nachdenkprozess angestoßen wird. Ja, fassen wir zusammen. Generalisierungen sind normal, ja? Und nur wenn sie einschränkend sind, nur dann macht es Sinn, sie zu hinterfragen. Zum Beispiel eben im Coaching, beim Thema Lampenfieber oder wo auch immer. Klassische Fragen sind sowas wie wirklich jeder, wirklich immer, wirklich keiner oder auch gibt es Ausnahmen? Kennst du jemanden, bei dem es anders ist? War es schon mal anders? Irgendwo, irgendwann, bei irgendwem? Das sind so klassische Fragen, die du stellen kannst, um eine Generalisierung aufzulösen. Wenn dich das Thema Sprache mehr interessiert, wenn dich das Thema ja, mit Worten wirksam werden mehr interessiert, dann lade ich auch ein, mal auf der Website vorbeizuschauen, ist unten verlinkt. Es gibt die NLP-Coaching-Ausbildung von mir, also auch wenn du NLP-Coaching Maren Zeffer eingibst, dann findest du wahrscheinlich, eines der ersten Ergebnisse wird dann diese Coaching-Ausbildung sein. Die geht über ein Dreivierteljahr
Und das erste Modul, deswegen erwähne ich es jetzt hier, beschäftigt sich fast nur um Sprache, also Gesprächsführung. Also alle Module beschäftigen sich um Sprache, aber das erste Modul heißt einfach nur Gesprächsführung. Das heißt, da werden wir zum Beispiel mal so die 10 mächtigsten Muster uns anschauen und üben. Und zwar in den verschiedensten Varianten. Du hast manchmal ganz kurz Zeit, sie anzuwenden, manchmal hast du sehr lange Zeit, sie anzuwenden. Manchmal solltest du eigentlich was anderes machen und kannst zusätzlich noch diese Sprachmuster verwenden. Und du lernst sozusagen rauf und runter diese Klaviatur der Kommunikation wirklich exzellent zu spielen. Wenn das ein Anliegen von dir ist, wenn du sagst, boah, ja, das ist ein Podcast, der macht Bock, das ist irgendwie spannend und du möglichst das wirklich in die Praxis bringen, du möglichst wirklich gut werden, dann lege ich dir das ans Herz, schau mal vorbei. Coaching-Ausbildung startet jetzt wieder im Oktober 2023, aber startet auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder auch in 10 Jahren noch. Also du kannst da jederzeit vorbeischauen. In diesem Sinne, viel Spaß dir damit und bis dann. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser, empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me/Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um ein sehr, sehr diffiziles sprachliches Muster, wie man beeinflussen kann, positiv wie auch negativ natürlich, und wie du so die Entscheidung auch zum Beispiel von kleinen Kindern sehr subtil in eine Richtung bringen kannst, was manchmal mir schon den einen oder anderen Nerv nicht gekostet hat, dadurch, dass ich diese sprachliche Technik parat hatte. Also am besten gleich abonnieren und beim nächsten Mal dabei sein.